Julia, aber das ist doch wohl absolut egal! Viel Spaß! Scheiße, eine Arschrolle. Weil wir keinen Sidekick haben. Also das war doch ein Bait. Da kannst du mir noch nichts erzählen. Wie, das ist echt schade, aber das war der Bait. Also wer direkt am Anfang bellt, ist selber schuld. Du hast reingestochen und hast... Ich? Nein. Nein, Lunatic hat reingestochen. Nein. Ich hatte gesehen, dass Franzi da wohl... Gesehen. Ja, ich auch. Ja. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich bin Leiter. Ich auch. Doppelrolle. Okay. So richtig mit Sprossen. Jetzt geht's los, jetzt wird's wild. Ich hab's nur gehört, wie Franzi so geklickt hat die ganze Zeit auf Cooldown. Ja, ich war auch nicht dabei. Ich hab per FaceTime zugeguckt. Wir haben gerade, also wir sind, wie viele sind wir da? 4? 5? Bin auch dabei. Aber wie viele? Aber ich bin auch dabei. Wie viele Killer sind dabei? Das ist die Frage. Der ist halt in der Mitte von uns umgefallen. Einfach 4 Leute, das, die ihn einfach getreten haben. Könnte korrekt sein. Das war wahrscheinlich ein Vampir-Kill. Also es sah auch nicht bei so aus, als hätte jemand irgendwie drauf geswitcht oder so. Also, ich habe mir Familienfotos angeguckt und Sterzig. Kerster und Vlesk sind weitergelaufen. An den denkst du also die ganze Zeit an. Ja, an den denke ich häufig. Das stimmt nicht. Das ist absolut gelogen von Christo. Vor uns waren Vivi und Items. Die waren es, glaube ich, nicht. Das wäre in der Schleuse. Das manchmal lügt man auch nicht. Manchmal ist man einfach lost und sieht andere. Ich habe nicht gelogen. Kerster und Vlesk sind die ganze Zeit aufeinander gerannt. Ja, eben. Also entweder hat am Anfang jemand vampiert oder wie? Oder mich gewarlockt? Oder was? Gewarlockt. Aber nehmen wir doch mal raus, wir finden jetzt gleich raus, was der Imposter ist. Was machen wir dann mit der Aussage, wenn es gar keinen Vampir oder Warlock gibt? Dann muss einer von uns da gekillt haben. Ja, muss da ja wer abgemurkst haben. Aber wir können ja, also ich kann sagen, dass ich weder gesehen habe, dass Papo noch jemand anderes sich umgedreht hat und einfach reingestochen hat. Ich war gar nicht da. Die anderen ja auch so gesehen haben. Nee, also die Leiche. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil wir halt echt viele da waren und auf einmal ist er einfach umgefallen. So rechnet ja auch keiner mit. Und du hast dann so gesagt, ich bin dir damit gereitstechen. Ich bin mir sehr sicher. Der lag eine Sekunde. Ja. Mindestens. Wir haben also ein paar Sekunden. Und dann, ja. Aber ich würde uns, glaube ich, nicht ausschließen, weil wenn es ein Vampir ist, würde es doch zeitlich auch reichen, wenn wir weglaufen. Also jetzt ohne mich, aber ihr wart halt die ganze Zeit so ein gutes Stück vor mir und Christo war neben mir zusammen mit Terce. Also ich denke, Divi, Papo, ich haben Vampir-Kill gemacht an. Okay. Also ich war's nicht. N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, niemals Items oder du hat, nee, der kann nicht mal welche gehabt haben, der hat niemals 20 gemacht, der hat niemals 20 bespielt. Items ist ein Betrüger. Und safe Doppelbetrüger. Items ist ein Krimineller. Das ist ja wild. Mal wieder der Flöten, Mann. Wo war die Leiche da oben? Was habt ihr gegen Flöten? Ich bin reingekommen gerade und hatte den Report-Button, habe aber nicht gesehen, wo die Leiche lag. Mit wem waren wir da oben eigentlich, Franzi? Wir waren da mit 4 Leuten. Ich habe nur dich gesehen und hinter uns kam noch einer, aber ich habe es nicht gesehen, wer es war. Nein, davor. Ich weiß, dass Papo da war. Du warst da. Und weiß ich nicht, ob ich gesehen. War Tim Horus da? Nee. Nee, oder? Ich war unten, ich war in der Cafeteria. Stimmt. Es waren 2 auf dem Balkon und 3 in der Cafeteria. Ich überlege gerade, wer noch dazu kam, außer Franzi, weil ich gesehen habe. Ich habe doch gesagt, dass ich gerade reinkam und einen Report-Button hatte, oder meinst du das nicht? Nee, davor noch. Okay, das war nicht. Ich denke nicht, dass es Franzi war, weil die Leiche liegt da schon länger, denke ich mal. Ich denke vielleicht schon, es war Franzi.
Nein, ich war das nicht. Man sollte immer einen Grundsatz zu Franzi aufbauen. Aber der Kreis wird kleiner für den Vampir. Oh oh. Stimmt, es könnte ein Vampir sein, dann könnte es doch wieder Franzi sein. Ach, dann kannst du auch. Es gibt noch andere Rollen, wo es Franzi sein könnte. Einfach damit wir alle abdecken. Mann, ich war das nicht. Hallo, ich habe da die Rakete angeschoben. Du bist aber auch eine Rakete. Ja, aber Franzi kann es nur als Vampir sein, wenn sie auch in Runde 1 als Vampir hätte killen können bei Terste. Ja, hätte sie. Hätte sie bestimmt. Gut, ja, dann. Seht ihr? Also, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube einfach dran, dass sie das schafft. Franzi kann das. Ich war das nicht. Bist du sicher? Bist du sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Mann. Und da war auch mich dazu triggert. Haben wir noch einen Sheriff? Ich würde mich gerne mit einem Sheriff im Greenhouse treffen und einen Namen in den Boden schreiben. Ach so. Ich brauche. Und da, es muss aber. Sheriff, um umzubringen. Nein, nein, nein. Dann sehen wir, ich reporte. Also, ich brauche den Sheriff und würde gerne ein geheimes Zeichen ins Greenhouse schreiben. Wie soll man dein Zeichen erkennen? Indem ich den Anfangsbuchstaben der Person schreibe. Und dann kann der Sheriff durch losgehen und der Murks. Wir haben zwei Leute, die mit V anfangen. Wir haben zwei Leute, die. Mit, ja, das, du analysierst das ganz gut, aber vielleicht ist es eindeutig. Oh, okay. Emos. Fulliversal. Tim stand hier. Afka rum. Das wird doch vielleicht ein Warlock-Kill gewesen sein, oder? Ja. Das war bestimmt wieder ich. Nein, das war's nicht, du. Das war ich. Und ich habe mir den Fluch 3 Sekunden vorher abgeholt. Also noch hast du keinen Fluch? Doch, ich wurde gewarlockt und er hat direkt gekillt. Und das, ich glaube nämlich auf der Vorder war es nämlich ein Warlock-Kill, weil es stand nämlich einer sehr abseits von allen irgendwo AFK rum. Ich glaube, dass der Warlock Tim Horus ist. Warum denn schon mal? Ich hatte abgehakt. Hat er Lunette gesagt? Ich hatte wirklich einen harten Tag. Ich habe mir nur was zu essen gemacht, deswegen stand ich da die ganze Zeit. Und habe auch gerade. Du standest? Du standest? Ja, natürlich stand ich da. Aber genau, Tim, genau als du da standest, hat mein Bild angefangen zu leuchten. Genau, als du stehen geblieben bist. Ich bin gerade gelaufen. Und das muss auch jemand gesehen haben. Also ich habe in der Schule gelernt, wer schreit, hat recht. Du bist hinter Items und mir gelaufen. In der Wurzelschule gelernt. Danke. Und jetzt hat mich ja trotzdem wer gecursed. Nein, nein. Safe. Jetzt gerade, ich wurde sowas von. Da wohnt er dann direkt. Der kann nicht mehr mit sich reden. Strandgespräch. Er ist Jester. Aber war doch gar nicht da. Okay. Also. Ey, okay, dann wollte ich Linda. Ja, geil. Nein, nein. Sie nicht so laut. Haben wir noch das ist von den Leuten, haben wir noch die Nice Gesser, glaub mir bitte. Ja, mach Nice Gesser auf mich. Mach Nice Gesser Warlock auf mich, do it. Mach es. Es gibt auf jeden Fall einen Warlock. Das ist umgekehrte Psychologie. Er ist wirklich Nice Gesser und er sagt dem Evil Gesser, er soll Tim Horus das Nice Gesser Warlock. Aber wenn wir einen Warlock haben, dann kann ich doch die Leute rausnehmen, die ganz am Anfang, also wo wir zusammengelaufen sind. Da muss das ja jemand gewesen sein. Ja, okay, was ist, wenn es dann doch ein Vampir ist? Er ist genau neben mir gestorben. Ich komme in den Raum rein, ich gehe oben zu den Blättern. Bless könnte es vielleicht gesehen haben, ich weiß es nicht. Und er ist umgefallen. Für mich sah es aus, ich komme in den Raum rein, der Warlock hat Kill gedrückt. Aber mit, keine Ahnung, mit etwas Pech kann es natürlich immer der Vampir sein. Ich denke, die beiden kannst du nur sehr schwer auseinanderhalten. Aber ich bin mir da sicher. Müsste dir nicht aber auch sagen, wenn zwei Leute mich jetzt laufen sehen, dass ich halt eben nicht. Dann bist du vielleicht Vampir, aber ich werde nächste Runde sterben. Nein. Ich werde einfach abgeburt. Kannst du die Pläne nicht verschieben, nächste Runde zu sterben? Und anscheinend haben wir keinen Sheriff. Ich habe so oft Tee in den Boden geschrieben. Wer ihr tötet Dalu. Ja, das habe ich gesehen. Geht denn hier? Hallo? Es kann ja auch sein, dass er Lawyer oder Lover ist. Ne? Du warst laut in einem Meeting. Er kann Lawyer sein. Leute, ich bin ein Guter.
Bin guter Chat. Ah, unlucky Rubber Ducky. Aber warum? Rubber Ducky? Also habe ich die Hände noch auf dem Kopf? Nein, nee, habe ich nicht. Ich habe auch gerade gedacht, Moment, was? Entschuldigung. Habe ich nicht. Okay. Wie machen wir das jetzt? Also ich weiß auf jeden Fall, wer den Kill gemacht hat, weil ich Tim Horus? Böse Range habe. Ja, tatsächlich war es Tom Homie. Ich bin da rumgelaufen, ich habe gesehen... dass Julie gerade über den Kill von Items drüber läuft, aber der lag schon. Ich glaube nicht, dass Julie war. Ja, war ich. Und dann habe ich, weil ich mir dachte, ah ja, ich bin einfach eine helle Leuchte, meine Ability angemacht und habe gesehen, wie rechts unten am Rand Tim noch in den Admin-Panel-Vent reinläuft. Tim, das ist leider scheiße gelaufen. Ja, dann kann Tim mich ja mit in den Ghost-Chat nehmen und dann schreiben wir einfach ein bisschen zusammen. Ich glaubte das. Sorry, Tim, aber das war, also das ist halt das Spiel, ne? Also da habe ich dich jetzt einfach gesehen gerade. Du musst jetzt, Tim, Mann, du musst dich hier muten. Gewotet, ich kann nicht mehr, Mann, muted ich kann wahrscheinlich, mehr. Oder? Ja. Sag halt einfach, nein, du, und dann werde ich gewotet. Was ist, wenn du Jester bist? Ich vote dich jetzt auch. Und meine Kollegen voten dich auch. Und du hast ja nur einen Kollegen. Freunde. Du glaubst, ich habe einen Kollegen. Ja, aber wenn er Chester ist, dann verlierst du. Tim Horus ist bestimmt böse, mit Lover, hat einen Lawyer und noch einen Kollegen. Boah, das ganze Paket, oder? Wir wurden Dalu. Nein, das Problem ist, dass du gerade gesagt hast, was ist, wenn du Chester bist, ich vote dich jetzt. Ja, voll schlecht, das kannst du ja nicht machen. Dalu, hallo, wir gehen nicht auf Dalu. Bitte haut jetzt Tim Horus da raus. Bitte Dalu, danke. Egal wie oft. Oh, die haben wirklich einen Lover und einen Lawyer oder so. Kuss. Wo ist der Sheriff? Massiven Kill jetzt. Zeig dir jetzt einen massiven Kill. Boys and Girls? Ja, aber ist es wirklich einfach vorbei, wenn die Lover, Lawyer und alles haben, die hatten 4 Votes? Das war doch jetzt Blesk oder Divi. Nee. Leute, das ist Tim Horus! Wie können. Julie, du bist auch. Julie, aber das ist doch wohl absolut egal! Aber Dalu ist ein Freund mit Blesk und so. Weil Blesk hat gerade gekillt, das habt ihr alle gesehen. Oh Mann, ey. Es ist einfach. Wie viele seid ihr noch? Meine Freunde haben gesehen, dass Blesk gekillt hat. Komm und wir wollen Blesk. Oh, meine Freunde. Wie viele seid ihr denn noch? Das gibt's doch gar nicht. Also ich verstehe gar nichts mehr, muss ich sagen. War so, können wir bitte nicht einfach dich raushauen? Warum gibt es hier zwei Seiten und ich stehe irgendwie dazwischen? Oder? Es gibt nicht, soll ich dir sagen, was passiert ist, Linda? Ja, mach mal wieder. Was ist denn passiert? Also. Ja, ich habe wieder meine Leiter-Ability angemacht. Sehe, wie Tim Horus rechts von dem Vent hüpft. Er hat den Kill aber nicht gemacht. Julie läuft von dem Kill weg und sagt dann, das waren Divi oder Vlesk. Aber wieso killt der Tim Horus nicht, weil ich nie an ihn rankam? Ja, nein, ich habe was aufblinken sehen, während ich nach unten bin. Dann dachte ich, oh, was ist denn das? Und dann bin ich wieder hoch und dann stand da Report. Aber Divi, Julie war doch vor uns beiden da, oder? Nein, ich kam von unten quasi. Ich weiß es nicht.
Und ich habe da. Schau dir die ganze Runde an. Ich hatte keine Chance, Tim zu killen. Sehen. Deswegen okay. denke ich jetzt auch einer von denen. Hallo, also den können wir das Tim nicht? Gemacht. Tim aber Tim ist auf jeden Fall. Was da los war, nicht Tim Hoch. Julie, das ist doch egal. Hast du das Meeting gerade mitbekommen, wo er ja. gesagt hatte, wir voten? Du gehörst dazu. Ja, doch, wenn du ein Guter bist, dann lass uns mal wirklich Tim rausschmeißen, also weil ich wette, dann fliegen wir zwei. Freunde, Flask voten. Ich vote jetzt Tim Horus, ja. aber nur, weil ich nicht möchte, dass Dalukat hier gleich einen mentalen Zusammenbruch erleidet. Achso, ja, das ist verständlich. Ich beende das jetzt aber hier. Aber meine Freunde voten jetzt Flask oder Divi? Flask. Okay, Julie ist dazu und wenn du noch ein Wort bekommst, Divi auch. Was ist denn los? Die sind Lover. Ja, Lover, Lawyer, der Karl, Doppelimposter, Jester drin oder so, weil das kann ich mir echt nicht erklären. Ich muss zwischen Linda, Dalu und dir entscheiden. Okay, ich... Ja, jetzt muss ich meine Rolle bekannt geben. Die ganze Zeit, wo ich gecallt habe, ist, dass irgendjemand sagen soll, dass der Sheriff killen soll. Ich bin's halt selbst, aber ich wollte nicht gegessen werden. Ich habe Tim die ganze Zeit versucht zu handeln, aber ich habe 5 Sekunden mehr Cooldown als die Imposter. Aber wie sind denn jetzt Tim Horus? Weil er Lava ist! Ihn gerade gekillt. Ich habe ihn auch gerade gekillt, aber ich habe 5 Sekunden weniger Cooldown. Ich habe ihn auch reported, Divi. Ich habe instant selbst reported, weil ich nicht wollte, dass du mich killst. Das siehst du doch. Ich soll dich killen. Divi, also ich sag dir, weil Basu gesagt hat, sie votet Tim und Flask 4 Votes bekommen hat. Lover, Imposter mit Mega plus die Kollegen, die noch mit dazuhören. Was bist dann ja wahrscheinlich du, weil Flask und Basu mit Tim gevotet haben. Das ist mir zu hoch. Aber es kann nur sein. Es gibt keine. Basu, du hast gesagt, ich vote mit dir Tim, damit da du keinen Nervenzusammenbruch bekommst. Flask hat ebenfalls Tim gewonnen. Tim hatte 3 Votes. Tim sagt, alle meine Freunde voten Flask. Flask hatte 4 Votes. Er ist Imposter. Lover mit Maya, 3 Votes. Und Divi war die letzte, die gewotet hat. Der letzte Imposter, der 4. Vote. Nee, ich habe aber auch Tim gewotet. Ich habe sogar gesagt im Meeting. Hast du Tim Horus erschossen? Ich habe Tim Horus, ich hatte ja am Anfang gesagt, kann mir mal bitte einer der Sheriff sagen, dass er mit ins Greenhouse kommen will. Da wollte ich die ganze Zeit den Namen Tim schreiben. Das hat Vles gesehen, das hast du gesehen. Ich hatte aber nie eine Chance, Tim zu killen, weil er immer im Admin über dem Vent stand. Und jetzt gerade, als Alarm anging, stand ich an der Tür und habe gewartet, dass er rauskommt. Und ich habe ja 5 Sekunden länger Cooldown, deswegen musste ich mich noch hinter dir verstecken. Ich hatte mich ja als du an den Kabeln warst, habe ich mich ja hinter dir versteckt. Ich hab ja wie 5 groß ist deine Verzweiflung, wenn ich jetzt dich vote? Ja, dann habe ich halt verloren. So, dann ist hast du auch schon gedacht? Ja, dann ist es so. Ich hab die ganze Runde versucht zu kämpfen. Also Divi ist Imposter. Nein. Du bist der letzte Imposter. Dankeschön, Baso. Divi, was warst du für eine Rolle? Vampir. Oh. Vampir. Aber Baso... Das war so cool, wirklich. Oh, richtig geil. Oh mein Gott. Was für eine Mega-Runde. Wow. Lava Meyer ist halt sehr, einfach cool. Schön gemacht, Dalu. Ey, ich hatte so Schiss. Ich wollte dich die ganze Zeit killen und du tanzt um diesen scheiß Tisch rum. Ja, genau. Ich komm da nicht ran. Oh, war das schön. Das hat so Spaß gemacht. Dalu war einfach böse, ey. Ja, hab ich auch ich nicht mit gerechnet. Ich wollte noch den Knoblauch werfen und ihn reinstechen. Oh, ja. Ja, ich hab deswegen einfach Report gespammt, weil ich hab unten so viele Knöpfe gehabt und ich hab den Vent nicht getroffen. Da hab ich lieber reportet. Kann man potenziell Lover-Mayer-Tiebreaker werden? Ist das geil. Ey, das als so du da okay. zwei Dingens rauskamst, das war krass, Tim.